Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem neuen Shop-Simulator. Hier ist Winkeltje, der kleine Shop aus den Niederlanden. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn am 19. Februar 2019 ist dieses wunderbare Spiel von Sassybot erschienen und zwar als Early Access und das ist es auch immer noch. Also an dieser Stelle sei gesagt, es werden wahrscheinlich noch viele Features hinzukommen, die wir in diesem Spiel nicht zeigen werden, aber generell ist es schon sehr umfangreich, sehr tiefgreifend und auch gerade für diejenigen, die schon immer mal so einen kleinen Shop-Simulator haben wollten, sich für den Verkauf, für Statistiken und so weiter interessieren. Top-Spiel, absolut genial und ich freue mich schon, mit euch einzusteigen. Es gibt verschiedene Spielmodi, unter anderem natürlich kreativ und entspannt, wo man dann einfach so vor sich hin verkaufen kann oder seinen Laden ausbaut. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht einfach. Einfach, da sind die ganzen Preise zum Einkauf sehr günstig und zum Verkauf sehr teuer, sodass man relativ schnell das Spiel abschließen kann. Dann haben wir normal. Normal bedeutet natürlich ein ganz normales Spielerlebnis, so wie man es eigentlich kennt. Wunderbar, eben sind diese beiden hier für Neueinsteiger. Für diejenigen, die es schon so ein bisschen kennen, ist schwer eigentlich schon schwer und sehr schwer ist fast nicht zu schaffen. Ich habe sie alle vier durch, ich habe alle vier wirklich probiert, wobei ich bei sehr schwer echt am Straucheln war und ins Straucheln gekommen bin und da gab es eigentlich die größten Probleme, weil ich am Ende die ganze Einrichtung verkaufen musste, um meine letzten Schulden zu bezahlen, zu tilgen. Das kommt, wenn man ein zwei Dinge auf einmal sagen möchte. Wir gehen in schwer. Schwer gucken wir uns gemeinsam an, das andere, das wäre mir einfach zu doll jetzt auch gerade im Let's Play. Liebes Kind, dieser Laden ist seit Generationen in unserem Familienbesitz und jetzt gehört er dir. Es würde uns stolz machen, wenn du das schaffst, was wir nicht geschafft haben. Das heißt, unseren Familiennamen von Schulden zu befreien und den Namen Koopmann wieder zu seinem früheren Ruhm zurückzuführen. Die Idee ist einfach, verkaufe Dinge teurer, als du sie eingekauft hast. Dann baue den Laden aus und dekoriere ihn, damit du mehr Kunden anziehst. Viel Glück, wir zählen auf dich, Max Koopmann. Ja, das werden wir. So, das war sozusagen das Intro. Wir haben die Möglichkeit, zwischen Frau und Mann hin und her zu schalten, wobei die Frauen immer sehr hochgezogene Schultern haben. Der Mann sieht da noch ein bisschen normal aus. Deswegen bleiben wir mal beim Mann. Hautfarbe, ich bin nicht ganz so hell, aber auch nicht so dunkel. Deswegen nehmen wir das hier, das ist okay. Haartyp. Nee, nee, ja. Ja, doch, doch, das kommt sogar hin. Das passt heute sehr gut. Dann natürlich hell, grau, weiß, wie auch immer man sagen möchte. Blaue Augen sind natürlich auch mit drin und Kleidungstyp. Nö, ich habe jetzt auch eine Schürze und ein Hemd an. Das passt perfekt, wirklich. Jetzt brauchen wir bloß noch die passende Farbe. Rot mit brauner Schürze. Ich glaube, besser geht's gar nicht, oder? Schuhtyp ist eigentlich egal, aber die sollte zumindest von der Farbe her, die sollten zumindest von der Farbe zur Schürze passen. Okay, dann haben wir soweit alles. Wir werden am Anfang natürlich das Tutorial anlassen, um euch jetzt im Let's Play auch zu zeigen, wie das Ganze so einigermaßen funktioniert. Keine Sorge, das sind bloß drei, vier Dinge, die man lernt. Dann war es das schon, dann kann man hier alleine weiterspielen. Ja, bitte. Und zwar geht es darum, die Steuerung zu erlernen. W, A, S, D, das sind die vier Tasten, die wir gebrauchen können. Dann sollen wir einmal Rechtsklick mit der Maus machen und den Laden drehen. Dann wissen wir, ah, okay. Es gibt die Möglichkeit, auch die Kamera zu steuern. Und dann zu guter Letzt geht es jetzt nur noch darum, den Laden einzurichten. Wie man das macht, werden wir jetzt am Anfang klären. Es wird sehr viel sein, gerade eben auch für die erste Folge. Aber das ist auch die wichtigste von allen, denn da lernt ihr, wie es eigentlich funktioniert. Das hier ist ein Tresen. Den können wir irgendwo aufstellen, damit Kunden oder auch andere Händler, die von außerhalb kommen, um uns Waren zu verkaufen, die wir dann wieder weiterverkaufen können, bedienen können. Das Gute ist, er hat zwei Felder. Einmal links für den Einkauf bei den Händlern bzw. für den Verkauf und rechts für die wartenden Leute, die noch auf ihre Waren warten, die wir gerade nicht im Laden haben. Die stellen wir mal hier hinten hin. Das Schöne ist, wir müssen uns da nicht hinterstellen, sodass wir das schön in die Ecke platzieren können und ja, sehr viel Platz noch drumherum haben. Das ist hervorragend, das ist super. Als nächstes müssen wir, wenn wir Waren haben, die natürlich auch irgendwo präsentieren. Wir können ja nicht einfach auf den Boden legen. Also nehmen wir Tische. Tische sind immer gut. Nehmen wir gleich ein paar mehr. Wenn wir Shift gedrückt halten, dann können wir die nacheinander setzen. Wenn ich jetzt bloß einmal drücke, ich halte jetzt nichts gedrückt, zack, dann muss ich wieder den Tisch auswählen. Dauert mir zu lange, deswegen machen wir es auf diese Weise. Fünf Tische haben wir jetzt erstmal platziert. Theoretisch bräuchten wir sechs, aber das ist nicht schlimm. Wir haben jetzt die Möglichkeit, am Tresen auch gleich einzukaufen. Die Waren am Tresen sind sehr teuer. Stattet euch nicht von Anfang an mit diesen teuren Waren aus. Es kommen Händler, die bringen euch noch günstigere Waren. Deswegen gehen wir an den Tresen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, weil wir erst einmal von jeder Ware eins haben wollen, um sie wenigstens schon mal da zu haben. Alles andere, wie gesagt, kaufen wir später ein. Wir haben jetzt verschiedene Tische und auf den Tischen selber müssen die Waren platziert werden, präsentiert werden. Das heißt, wir klicken den Tisch an und dürfen uns aussuchen, was davon hier auf diesem Tisch stehen soll. Ein Hemd. Wir haben Holz, Äpfel. Damit haben wir schon wieder die nächste Aufgabe erledigt und jetzt müssen wir nur noch die Ladentür öffnen. Dann ist das Tutorial schon abgeschlossen. Wir haben Gemüsesuppe, wir haben Nägel, alles ist mit dabei und alles werden unsere Kunden hier bei uns finden. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht platziert haben, sind Heiltränke. Und man wundert sich, Heiltränke? Kann man sich etwa heilen in diesem Spiel? Nein. Aber man kann eben einen Alchemietisch aufbauen und Schlafmittel herstellen, Schmerzmittel, Heiltränke etc. pp. Und von daher wird das später noch sehr umfangreich. Freut euch drauf. Man kann Waren selber produzieren, denn es ist auch günstiger. Drei goldene Löwen heißen wir nicht, wir sind der Zimt-Shop. So sieht's aus. Akzeptieren. Und damit geht der erste Tag los. Übrigens, in der Nacht können wir immer so lange bauen, wie wir wollen. Da können wir uns einen Kaffee holen, da können wir auch gerne mal zwischendurch eine rauchen gehen. Das ist alles möglich. Es passiert nichts. Braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass irgendwo ein Zeitdruck ist. Der einzige Zeitdruck entsteht dann, wenn die Kunden rein dürfen. Und das passiert, sobald ich jetzt auf Akzeptieren klicke. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben übrigens noch... Ich weiß nicht, ob man es sieht, muss ich gleich noch mit der Kamera testen, beziehungsweise nach der ersten Aufnahme. 58 Silberstücke, die werden hier einfach Geld genannt. Es gibt keine Währung, zumindest jetzt noch nicht. Und von daher freuen wir uns auf das, was noch kommt. Kaufe Waren von einem Händler am Tresen. Das werden wir dann nachher tun, wenn der erste Händler da war. Jetzt warten wir erstmal, dass wir das ein oder andere verkaufen und Johanna genau das findet, was sie haben möchte. Na Johanna, was willst du denn? Ein Hemd. Okay, und Holz hat sie sich auch geholt und sie möchte noch ein Hemd. Ja, ich habe kein Hemd mehr. Dann musst du so lange warten, bis ein Händler da ist. Was möchte Adam? Adam möchte Holz. Ja, okay. Dann kaufen wir erstmal Holz und Nägel. Und ihr seht es schon, hier haben wir übrigens auch die prozentuale Statistik. Das heißt, wir bezahlen 67% weniger, als sie normalerweise kosten. Kosten 3, wir würden sie für 6 verkaufen und würden dann 3 Gewinn machen. Hier kosten die aber nur 1 und wir verkaufen sie für 6. Heißt, wir würden sogar 5 Gewinn machen. Deswegen kaufe ich von jedem gleich mal 3. Und Hemden, ja, habe ich nicht. Muss ich jetzt erstmal neu bestellen. Äpfel und Gemüsesuppe nehme ich auch nochmal nach. Dann packen wir das Holz mit hin. Dann kann sich der gute Adam schon mal das ein oder andere holen. Und da kommt jetzt der Lieferant, der über den Tresen das Ganze erst einmal abgibt. Und erst wenn es abgegeben wurde, dann ist alles wieder gut. So, ich habe kein Hemd mehr. Wenn jetzt jemand ein Hemd haben möchte, hat er Pech gehabt. Guti, ich glaube, der erste Tag ist ganz gut gelaufen. Wir haben ein Level freigeschaltet. Was dieses Level bedeutet, das werden wir später noch sehen. Ich kaufe jetzt erstmal noch ein Hemd, das wir dann an die Dame hier verkaufen können. Hallo, Herr Händler. So, er muss das erst abgeben, denn ich kann ihr das noch nicht verkaufen. Geht noch nicht. Erst wenn er jetzt geht, dann kann ich auf Verkaufen klicken. Deswegen ist diese Leiste, dass die Leute warten, sehr wichtig. Man sollte unbedingt darauf achten, dass man das noch schafft, bevor die Leiste abgelaufen ist. So, geschafft. Erster Tag ist rum und wir kaufen uns eine Kiste. Diese Kiste ist günstiger als ein Tisch, deswegen würde ich die schon gerne nehmen wollen, um dann auch die Heiltränke zu platzieren. Es fehlen uns immer noch Suppen und Hemden. Hier ist was los, doch. Gleich neu eingekauft, 1, 2 und wir können nicht viel machen. Wir können höchstens noch eine Palette aufstellen, aber selbst dafür haben wir im Moment kein Geld. Also öffnen wir erst einmal den Laden und warten, bis das ein oder andere wieder verkauft wurde. Wir sollen in 3 Tagen unsere Schulden zurückzahlen. Da haben wir nicht viel Zeit für. Also müssen wir uns beeilen. Komm, Janetje. Willst noch mehr Äpfel? Da hast du. Bitteschön. Ich habe keine Äpfel mehr. Verdammt. So, für diejenigen, die sich jetzt wundern, wie hat er das aufgefüllt, einfach so, ohne in das Menü zu gehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die zeige ich gleich, wenn wir beim Händler waren. Ich warte aber noch mit dem Einkauf beim Händler. Oh, er will noch ein Hemd, okay. Kaufen wir mal gleich 3 Äpfel und 3 Holz. So, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder raufklicken und direkt das Hemd anwählen, dann ist es drin. Oder wir können raufklicken und R drücken und dann ist es auch drin. Und dann können wir uns einfach bloß hinstellen, das angucken, die Maus draufhalten und R drücken. Dann fliegt das Hemd einfach so rauf. Und was man machen kann... Juhu, wir haben das nächste Level erreicht.
reden wir auch gleich nochmal drüber. Was man machen kann, ist nämlich auch alles auf einmal auffüllen, wenn man jetzt zum Beispiel 3 leere Tische hat oder ein ganz leeres Regal. Dann kann man einfach bloß sich davor stellen und R gedrückt halten und dann füllt er alles auf einmal auf, ohne dass man irgendwie jedes einzelne mit R machen muss. Wobei mir das doch lieber ist, denn man füllt immer nur das auf, was in seinem Radius ist. Den Radius sehen wir ja immer daran, was gerade am Leuchten ist und was nicht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass wir Level 3 erreicht haben, etwas freizuschalten. Eine Schmiede, eine Schneiderwerkbank, wo wir Klamotten fertig machen können, einen Herd, wo wir Suppen beispielsweise fertig machen, einen Alchemietisch für die ganzen Tränke oder den Küchengarten, um selber dann auch Ressourcen anzupflanzen. Aber ich nehme die Schmiede, die ist mir sehr wichtig. Ja, danke. So, habe ich noch irgendwie alles? Ich halte mal eher gedrückt. Zack, dann kriege ich da noch ein paar Äpfel. Okay, die anderen beiden Dinge habe ich nicht mehr. So, und er hat alles bekommen, was er möchte. Damit sind wir jetzt bei 92. 92 ist schon ganz gut. Und ich muss mal gucken, ob wir mit Level 3 schon irgendwelche Deko-Elemente haben. Haben wir noch nicht. Gut. Dann bauen wir jetzt erstmal die Palette mit hin. Die Palette, da können wir noch weitere Waren mit hinzufügen. Wir haben ein gewisses Kontingent. Wir können nicht alles mit uns tragen. Das geht einfach nicht. Wir sind jetzt bei 15 gewesen. 15 Waren kann man so einfach mitnehmen. Aber um das eben zu erweitern, kaufen wir Paletten und dann kriegen wir hier durch diese Palette 10 mehr. Sieht man, wenn man dann die Maus einfach drüber hält, dann erscheint hier oben rechts, sitze ich jetzt vor. Da erscheinen dann 75 Silberstücke und 10 weitere Dinge, die man hinzupacken kann. Ja, das sind die Dinge, die eben wichtig sind. Ich bin am Überlegen, die Kamera vielleicht noch irgendwo anders hinzupacken. Theoretisch wäre sie links ganz gut. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, nichtsdestotrotz, wir können jetzt auch Wolle und Eisen verkaufen. Mit jedem Level, das wir erreichen, ist es eben auch so, dass wir noch mehr Waren mit hinzukriegen, die wir dann auf unsere Tische platzieren. Und die können wir uns eh gerade nicht so leisten. Ich kaufe mal noch ein Hemd. Ja, das war's schon. Okay, warte, machen wir eine Gemüsesuppe und Eisen. So, dann können wir die Gemüsesuppe hier hinpacken und das Eisen dahin. Das können wir jederzeit austauschen, ist kein Problem. Wir brauchen bloß einmal hinzuklicken. Das muss ausgewählt sein, dann gehen wir auf den Heiltrank und schon ist es ausgewechselt. Das ist perfekt. So, nächster Tag. Wir haben noch 2 Tage, um 50 Silberstücke unserer Schulden zurückzuzahlen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt nach diesem Tag das ein oder andere noch umstellen müssen und einen Bug ausnutzen müssen. Geht nicht anders. Ja, ich kann dir gerade kein Hemd verkaufen. Ich habe keine Hemden mehr. Es tut mir leid. Es geht nicht, Leonardus. Joanna, komm, such dir was aus. Ich will auch ein Hemd. Oh. Gott sei Dank kommt einer mit Hemden. Aber ich habe kein Geld. Es hat ja noch keiner was gekauft. Oh, seid ihr gemein. Seid ihr fies. Komm, Martin, du bist jetzt meine letzte Rettung. Du musst was kaufen. Einer ist schon abgehauen. Und hat Holz gekauft. Na, ganz toll. So, wenigstens sind wir ein Hemd losgeworden. Läuft ja super. Ich kann nicht mal eins kaufen, oder doch, kann ich. Ah, dann bestellen wir mal eins. Geht nicht anders. Ich will noch einen Heiltrank, das ist gut. Heiltränke sind schön teuer. Verkaufen. Er ist wieder weg. Okay, und wir sind bei 53 und haben Level 4 erreicht. Und haben einen Blumenstrauß freigeschaltet. Ein Blumenstrauß ist wichtig, um die Attraktivität des Ladens zu erhöhen. Da gucken wir jetzt gleich mal rauf. Der kostet uns 85 Silberstück. Und jetzt nutzen wir einen Bug aus. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es später durch Balancing noch andere Möglichkeiten gibt. Aber aktuell ist es sehr schwer, Dinge einzukaufen, seine Möbel zu behalten und dann auch noch Deko zu platzieren. Ist einfach nicht möglich, weil man das hier gar nicht ausgebaut kriegt, dieses Außenrum. Also man kann es schon machen, wenn wir auf Bauen gehen, können wir hier einfach sagen, ich will das ausbauen und das ausbauen. Und das hier würde schon nicht mehr funktionieren, weil wir nicht genug Geld haben. Aber ist nicht schlimm, wollen wir sowieso nicht. Nein, soll nicht übernommen werden. Ja. Jetzt kommen wir also zu diesem Bug. Wir verkaufen kurz die Palette. Eine Kiste und einen Tisch und kaufen dafür 2 Blumensträuße.
Denn ihr seht schon, damit haben wir Level 3 erreicht in der Attraktivität. Je attraktiver der Laden ist, desto mehr Kunden kommen rein und desto häufiger kommen uns auch irgendwelche Händler besuchen. Und das war mir wichtig. Und jetzt, wenn wir es wieder verkaufen, sind wir zwar auf Level 1, aber das Spiel sieht es immer noch als Level 3 an. Deswegen sollte man das hin und wieder mal machen. So, jetzt gucken wir erstmal, haben wir noch neue Auslagen? Einen großen Tisch, ja. Können wir mal kaufen. Und dann 28, 74, 32, da nimmt sich das überhaupt nichts. Da ist sogar noch ein Tisch günstiger. Ja, dann lassen wir es bei den Kisten. Machen wir jetzt zwei Kisten hin, so wunderschön. Außerdem die Palette wieder zurück, denn ansonsten können wir die ganzen Waren nicht aufnehmen, die wir noch kaufen wollen. Ja, und die Nägel habe ich eingepackt, das ist aber nicht schlimm. Ich verkaufe jetzt noch die restlichen Tische, denn die sind mir zu teuer. Ein Tisch kostet uns 32 Silberstücke, die Kiste nur 28. Heißt, mit jeder Kiste sparen wir 4. Das ist schon sehr gut. Dann sind wir jetzt nämlich noch bei 72, das ist okay. 73 sogar. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind soweit erst einmal wieder ausgestattet. Uns fehlen zwar noch Hemden und Eisen haben wir, glaube ich. Eisen haben wir. Und Gemüsesuppe, Wolle. Eigentlich fehlt uns noch so ziemlich alles. Ich kaufe jetzt aber nur einmal Wolle und einmal Hemden. Wir können jetzt schon unsere Schulden zahlen, denn die sollen wir heute zahlen. Oder aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt einfach den Laden öffnen. Dann werden die aber automatisch abgezogen. Deswegen sage ich, zahle jetzt, dann sind die weg. Dann brauchen wir nachher nicht darauf achten, dass wir noch 50 über haben. Und er kommt rein und sucht sich erstmal was aus. Da ist noch gar nichts. Okay, warte, hier kommt ein Hemd hin. Ah, da kommt schon der zweite, sehr gut. Dir verkaufe ich die Wolle so, das ist in Ordnung. Da kommt schon der dritte. Ja, es sind schon mehr Kunden als vorher. So viel ist sicher. Der hat sich nur... Oh, na doch, der hat auch Äpfel gekauft. Sehr schön. Du möchtest einen Heiltrank. Davon habe ich keinen mehr, deswegen kaufen wir gleich mal zwei. Ja, ich kaufe mal 5 Nägel. Ach, 5 Eisen meine ich. Entschuldigung. So, und wir werden auch gleich damit anfangen, eigene Waren herzustellen, sodass es für uns günstiger wird, Nägel zu holen. Denn die produzieren oder zu produzieren ist wesentlich einfacher. Wolle muss ich einmal kaufen, wobei ich warte noch. Vielleicht kommt noch ein zweiter Händler. Wir sind ja doch sehr attraktiv. So, mehr gibt's nicht. Er wird bezahlen, dann kaufe ich jetzt die Wolle ein. Wir haben ein Fass freigeschaltet und Kamille. Und da kommt der nächste Händler, der uns jetzt einfach bloß die Wolle bringt. Wir müssen immer warten, bis er das einmal am Tresen abgeliefert hat. Ansonsten funktioniert es nicht. Die habe ich jetzt die Nägel so verkauft. Und damit sind wir jetzt bei 145 wunderbaren Silberstücken. Das ist super. Für die erste Woche schon sehr gut. Ja, Woche 1 ist rum. Wir kaufen jetzt noch, was kaufen wir? Die Schmiede. Zeigen jetzt nur noch, wie man etwas produziert und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder und kümmern uns um den Rest des Ladens. Das ist die Schmiede, meine Lieben. Oh, dann kommen die Kunden aber nicht mehr ran an den Tisch hier, an die Kiste. An der Schmiede dürfen wir Nägel herstellen oder auch später Hufeisen, Zangen, Hammer etc. pp. Gibt ganz viele wunderbare Dinge und wir können jetzt erstmal... Indem wir Eisen hier reinpacken. Das ist automatisch schon drin, wenn wir die Nägel auswählen. Aber wir könnten beispielsweise bei Suppen später sagen, ob wir die aus Artischocken machen oder aus Blumenkohl oder aus sonst irgendwas. Bloß bei den Metallwaren ist es relativ eindeutig, da kann man selten wechseln. Auf jeden Fall brauchen wir einmal Eisen, um einmal Nägel herzustellen. Wir haben extra 4-mal Eisen gekauft, so können wir jetzt noch 2-mal Nägel herstellen und haben sogar noch 2-mal Eisen übrig. Ja, meine Lieben. Das war das. Im nächsten Part kümmern wir uns darum, die Auslagen zu erweitern, indem wir die hier oben mit ranhängen und jeweils 2 Dinge auf einen Tisch bzw. auf ein Regal packen. Und das ist auch nochmal günstiger als die Kisten. Da freue ich mich schon drauf. Und wir cheaten, glaube ich, nochmal mit dem Fass. Das wird dann auch ganz praktisch. Müssen wir auch. Geht nicht anders, besonders im schweren Modus. Meine Lieben, bis gleich im nächsten Part.